und wir sind beide zwei 18-jährige Freiwillige. Wir sind über BZEF und mit Weltwärts hier in Ghana für 10 Monate und machen unseren Freiwilligendienst im Süden des Landes in der kleinen Stadt Ampini. Genau, und wir arbeiten hier an einer kleinen Privatschule von der NGO Be The Change Foundation, von der gleichzeitig auch unser Gastvater der Chef ist sozusagen. Und dort sind wir mit ca. 30 bis 35 Schülern im Alter von 3 bis 6 Jahren, die auf 3 Klassen aufgeteilt sind, beschäftigt. Genau. Zusammen mit den 2 Lehrern machen wir eigentlich den Unterricht. Also wir unterstützen die Lehrkräfte, machen teilweise auch Unterrichtsstunden selbst, korrigieren Aufgaben, stellen Hausaufgaben und unterstützen einfach die Kinder beim Lernen. Weil die Kinder aber, wie gesagt, so 3 bis 6 Jahre alt sind, spielen wir auch ganz viele Spiele und singen und machen einfach, was 3 bis 6-Jährige machen. Genau, und wir wohnen hier in einer Gastfamilie, wie gesagt, mit unserem Gastvater, dann unserer Gastmutter und einer Gastschwester. Und unsere zweite Gastschwester geht in der nächstgrößeren Stadt zur Schule, weshalb wir sie seltener sehen und unser Gastvater auch öfter mal dort ist, um halt sie zu betreuen, genau. Genau, in unserer Freizeit fahren wir öfters auch in anliegende größere Städte, gehen oft schwimmen, weil unser Haus zum Beispiel nur 3 Minuten vom Strand entfernt ist. Fahren in größere Städte, um uns auch mit Freiwilligen zu treffen, gehen surfen, genau. Ja, und genau, falls ihr euch überlegt, das auch machen zu wollen, kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen, hier hinzukommen, weil es wirklich einfach ein richtig schöner Ort ist, allein der Strand und auch in der Schule, die Kinder sind wirklich super süß und niedlich und wie die dazulernen auch und es ist einfach schön, die bei ihrem Prozess zu unterstützen und auch zu sehen, einfach was für Fortschritte sie machen. Genau, also wir können es beide sehr empfehlen. Die Einsatzstelle macht sehr großen Spaß und wenn ihr Lust habt, vielleicht auch später was Pädagogisches zu machen oder Erzieherin oder sowas zu werden, dann können wir euch das auf jeden Fall empfehlen, vor allem wenn ihr auch Lust habt, die ghanaische Kultur besser kennenzulernen. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht werdet ihr auch ganz bald schon hier sein. Tschüss!